Praxis Dr. Perfekt ist nicht immer heile Welt. Hier geht's drüber und darunter, doch wir bleiben immer munter. Es gibt Höhen und auch Tiefen, doch wir nehmen alles mit Humor. Und dann ist dieser Streit voll ausgearbeitet. Ich sag dir, ey, so schlimm war es schon lange nicht mehr. Guck, genau deswegen bin ich Single. Da bleibt ein so ein Stress nicht erspart. Das ist ja eigentlich immer so, aber gerade ist echt anstrengend. Der ganze Haushalt, alles bleibt an mir hängen. Ich muss mich um alles kümmern, obwohl wir beide 100% arbeiten. Aber ich mache die Einkäufe, ich koche, ich back, ich tue alle Termine koordinieren. Und er kümmert sich um die Autoreifen und tut Rasenmähen. Ja, das ist ja mega ausgeglichen. Also ich fühle mich gerade wirklich mehr wie ein Dienstmädler als wie eine Ehefrau. Ja, und was sagt er zu seiner Verteidigung? Er meint halt, jeder macht das, wozu er begabt ist. Und er kann ja schließlich nicht dafür, dass Gott ihn nicht mit den Begabungen ausgerüstet hat, die mir gefallen würden. Als ob man zum Kloputzen eine besondere Begabung bräuchte. Das muss halt einfach gemacht werden. Oh Mann. Ey, was macht denn der hier? Na toll. Der Tag fängt ja richtig an. Mensch, Ali, was machst denn du schon hier? Ich glaube, ich habe mich in der Uhrzeit vertan. Wann macht ihr noch mal auf? In einer halben Stunde erst. Du bist doch jeden Tag da. Weißt du das nicht irgendwann? Ja, sorry, entspann dich mal. Kann ja jedem mal passieren. Was steht da denn alle da außen rum? Wieso geht er da nicht rein? Und was machst denn du schon hier? Hey, sorry, Doc. Ich habe mich irgendwie in der Uhrzeit vertan, aber ich kann einfach auch noch eine halbe Stunde hier warten. Ach, nee, mit deinem Methadon, das haben wir ja gleich gemacht. Aber morgen kommt später wieder ganz normal. Es kann ja nicht jeder kommen, wann er will. Ja, ist okay. Oh, endlich. Herr Miller, wo kommen Sie denn her? Ich war die ganze Nacht allein in der Praxis eingesperrt. Allein. Hören Sie immer noch Stimmen? Nur die meines Bettes. Was Stimmen? Ach, du Schreck, den habe ich ja schon ganz vergessen. Das ist ja peinlich, oh nee. Frieda, kannst du gleich alles für der Ali fertig machen? Dann kann der wieder gehen, das dauert ja nicht lang. Ach, Kim, du kannst gerade mal mit mir mit. Ich muss noch was mit dir besprechen. Was haben die denn für eine Besprechung? Ach, die haben das öfters, aber ja, das ist meistens was Familiäres. Die sind doch Cousinen. Cousinen? Ja, das wissen viele nicht. Alle sind erstaunt, wenn ich das berichte immer. Hm. Meine Cousine und ich, wir mussten früher immer mit unserer Oma in Gottesdienst. Es war echt langweilig, aber irgendwie hat es uns zusammengeschweißt. Aber warum braucht Gott eigentlich einen Gottesdienst? Will der das? Die Menschen, denen dienen? Nein, Gott ist doch auf eine Liebesbeziehung ausgelegt und keine Bedienstetenbeziehung. Ja, die Pfarrerin hat immer gesagt, jetzt erhebt euch zum Gesang und dient Gott mit Liedern. Also ja doch irgendwie dienen. Vielleicht ist es manchmal so, dass man Dinge halt macht, die sich wie dienen anfühlen, aber es dient im Endeffekt dann doch irgendwie der Beziehung. Also das verstehe ich alles nicht. Kannst du jetzt mein Zeug fertig machen? Ja klar, natürlich. Ja, aber ich denke, das wird schon. Du musst wirklich sagen, wenn du noch mehr Hilfe brauchst. Ein Rückfall ist das allerletzte, was du jetzt brauchen kannst. Ja, ich weiß. Aber weißt du, der Sport, der hilft mir wirklich, fokussiert zu bleiben. Ja, aber hast du jetzt mal Kontakt aufgenommen zu der Selbsthilfegruppe? Oh nee, habe ich überhaupt keinen Nerv dafür. Weißt du, ich will das jetzt einfach hinter mir lassen und jetzt ständig darüber nachdenken. Das ist jetzt vorbei. Aber manchmal hilft's halt, dass man sich mal jemand anvertraut. Jemand, der noch nicht die ganze Geschichte kennt. Nee, ich habe da echt keinen Bock drauf, dass die ganze Welt weiß, was ich für Probleme habe. Und du hast ja auch keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man sowas mit sich rumträgt. Das habe ich nicht, aber ich will dir doch nur helfen. Irgendwie
schleppt doch jeder irgendwas mit sich rum. Und seit wann haben Sie die Beschwerde? Seit heute Nacht, aber es ist richtig heftig. Ich konnte heute Nacht kein Auge mehr zutun. Ja, okay, dann gehen Sie am besten gleich zu Frau Doktor rein. Hier ist noch Ihre Karte. Vielen Dank. Zweite Tür rechts, gell? Ja, genau. Oh Mann, ich habe gerade solche Kopfschmerzen. Brauchst du eine Schoki? Ach, nee, Urlaub wäre mir lieber. Ist gerade so viel los. Soll ich dich ein bisschen aufmuntern? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Nein. Ich will mich lieber hinlegen. Ich glaube, ich gehe ins Wartezimmer, bevor jemand kommt. Ah, das bist du spät. Die Frau Holzbauer ist schon da. Oh nein. Ja. Das ist eindeutig eine richtige Mittelohrentzündung. Da schreibe ich Ihnen gleich noch was auf. Ich wollte da noch eine Krankmeldung. Ah ja, gut, kein Problem. Also heute ist Mittwoch. Dann machen wir mal bis einschließlich Freitag. Und wenn Montag noch Symptome da sind, dann kommen Sie einfach nochmal das Rezept und Ihre Krankmeldung. Alles Gute. Herr Schulze? Ja? Ja? Das klappt mit dem Raum? Ja, Freitagnachmittags. Ah, das ist ja super, dass Sie sich da melden. Und mit dem Amt haben Sie auch schon alles abgeklärt. Ach, perfekt. Ja, vielen Dank. Ja, dann starten wir diese Woche. Ja, sehr gut. Ja, danke, dann einen schönen Tag. Wiederhören. Ah, genial. Geht diese Woche schon los? Sehr gut. Danke Gott, das war jetzt wirklich Führung. So, Frau Rossmann, Sie dürfen ins Wartezimmer. Alles klar, danke. Frau Holzbauer, Sie sind die Nächste. Ach, jetzt wollte ich eigentlich was ganz Wichtiges mit euch besprechen. Gut, dann mache ich das erst mit Frau Holzbauer. Dann nachher. Frau Holzbauer, danke. Sie bleiben mit. Danke. Wieder. Ach, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja deswegen. Meinst du, ihr fällt es auf? Wir machen es doch immer heimlich. Naja, vielleicht hat einer von den Patienten was verraten. Ich könnte mir da auch schon vorstellen, was zum Beispiel. Hey, Mädels! Ali! Mann, warum schleichst du dich immer so an? Ich schleiche mich doch nicht an. Na, ist auch egal. Du warst doch heute eigentlich schon da. Was machst denn du schon wieder hier? Ja, das ist nix mit dem Methadonin oder so. Ich hab so einen Hautausschlag und das habe ich vorher vergessen zu sagen. Mhm. Naja, da musste ich eben auf längere Wartezeiten jetzt einstellen, weil es hier auch noch andere gibt, die einen Termin haben. Ja, okay. Ich habe heute die alle Zeit der Welt. Ich habe nichts mehr vor. Oh Mensch, Kim, du scheinst ihn ja echt nicht zu mögen. Was ist denn los? Ach, nichts. Komm, mir kannst du doch verraten. Mann, ich kenne den einfach von früher. Und es nervt mich, dass der jeden Tag hier auf der Matte steht wegen seinem blöden Methadon-Programm. Aber es ist doch eigentlich voll gut, dass der jetzt hier sich eine neue Chance hier nimmt. Dass er merkt, dass seine Drogen ja nichts waren, oder? Es nervt mich einfach und ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ach, Kim. Tschüss, Dame. Tschüss, Frau Holzbauer. Und einen Gruß an Ihren Mann und Ihre drei Hunde. Dankeschön. So, was ich euch vorher sagen wollte, es gibt ein neues Projekt. Eine offene Sprechstunde im Rotlichtmilieu. Okay. Freitagnachmittags. Mhm. Also ich bin da ja ehrenamtlich engagiert, wisst ihr ja. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man einen festen Raum hat und einen Zeitpunkt, wo man die Vorsorge und Beratung und alles machen kann. Und da habe ich vorher die Zusage für den Raum gekriegt. Und das startet diese Woche Freitagnachmittag. Ey, das ist ja voll gut. Wie kommen wir dann früher frei?
Weil wenn du da freitags immer hingehst und die Praxis, die schließt ja um 12 und dann können wir sie doch schon um 11 schließen, weil dann hättest du einfach ein bisschen mehr Zeit dort. Das ist echt eine gute Idee, die Praxis früher zu machen, da hätte ich ein bisschen mehr Luft. Aber ihr bekommt natürlich nicht früher frei, ist ja klar, ihr kommt ja mit. Ich meine, da gibt es richtig viel zu tun, ich brauche euch da, ist ja logisch. Du meinst, wir sollen mitkommen? Ja, klar. Aber das musst du doch mit uns besprechen. Du kannst nicht einfach so über uns verfügen. Ja, ich bespreche doch gerade mit euch. Also ich kann da leider nicht. Ich habe da hier meine festen Termine eingeplant in unserem freien Nachmittag. Ich bin in der Gemeinde, habe meine Dienste dort. Aber ich kann euch im Gebet unterstützen. Sag mal, haben wir überhaupt eine Wahl? Also dir schadet es schon mal gar nicht. Du kannst der Gesellschaft ruhig mal was zurückgeben. Mann, ich hab da mein großes Workout und du weißt, wie wichtig mir der sportliche Ausgleich ist. Und erst, wenn ich irgendwann mal ganz im Einklang mit mir selber bin und bei mir angekommen bin, dann kann ich vielleicht mal was Ehrenamtliches machen. Vorher nicht. Du solltest vielleicht nicht vergessen, wenn du das hier alles zu verdanken hast. Und Frieda, du kannst schon mir aus von Montag bis Donnerstag beten. Aber Freitag, da hilfst du mir. Bin ich jetzt endlich dran? Oh, ich weiß gerade gar nicht, wer dran ist oder was dran ist. Haben Sie das gerade mitbekommen? Das mit der offenen Sprechstunde? Tja, ist halt ziemlich hellhörig hier. Ich finde, die Frau Doktor hat recht. Ist schon wichtig, dass man auch der Gesellschaft mal was zurückgibt. Ich zum Beispiel bin der Leiter vom Tierheim. Ich sehe das ja als meine gesellschaftliche Verpflichtung. Wer nur auf dem Sofa liegt, kann die Welt nicht verändern. Aber im Rotlichtmilieu, man kann doch so junge Frauen nicht ins Rotlichtmilieu schicken. Nachher werden sie noch selber zum Opfer. Neulich erst habe ich da eine Doku gesehen über Sklavenhandel. Da denkt ihr mal, das gibt's in Deutschland gar nicht. Und dann werden diese Frauen noch in die Drogensucht getrieben, damit sie das alles noch überstehen. Können Sie mir mal ein Glas Wasser einschenken, bitte? Ich oder was? Ja. Bin ich jetzt Ihr Diener? Bitte. Sie sind die Angestellte, ich bin der Kunde. Danke. Das sieht schon ganz schön übel aus. Ich hoffe, da reicht eine Creme und nicht Antibiotika oder was auch immer. Herr Schneider, Sie dürfen jetzt Ihre Impfung abholen bei der Frau Doktor. Okay, das wurde aber auch Zeit, abschließlich nicht ewig Zeit hier rumzusitzen. Sagen Sie mal, stimmt es, dass die Hagenbachers den kleinen Welpen nach 2 Wochen wieder zurück ins Tierheim gebracht haben? Ja, stimmt. So was sollte man sich halt vorher überlegen. Wer Tiere anschafft, sind schließlich Lebewesen. Geht es Ihnen wieder besser? Nicht wirklich, nee. Das Ganze überfordert mich ziemlich. Meine Großmutter hat immer gesagt, um deine Ängste zu überwinden, musst du durch sie hindurch. Frau Rossmann, Sie dürfen dann mitkommen. Danke. Frau Rossmann, ich habe kürzlich eine Wohnung zu verkaufen. Ist die noch frei? Aber ich schwinge, wenn ich so ganz dringend was. Du musst dich gleich mal melden. Hey Kimi, was ist eigentlich dein Problem? Hey, du bist mein Problem. Wegen dir bin ich damals in den ganzen Mist reingerutscht. Und jetzt muss ich dich jeden Tag sehen. Und dabei dachte ich, ich hätte mein Leben wieder im Griff. Ich kann dich nicht mehr sehen, verstehst du das? Okay, wenn es dich so stresst, ich kann auch woanders warten. Ich brauche ganz dringend die Frau Doktor?
Entspannen Sie heute nicht schon mal hier. Ja, aber... Ah, Herr Müller, was machen Sie denn hier? Und Ali, was machst du auf dem Boden? Ich war irgendwie im Weg. Darf ich mal durch? Ich möchte nach Hause. Also Ali, du kannst hier nicht auf dem Boden bleiben, aber wenn jetzt die Frau Rossmann gegangen ist, dann kannst du mit zur Frau Doktor. Komm mit. Aber was ist mit mir denn? Hey! Was ist mit Ihnen denn passiert? Ach, Herr Miller, heute ist nicht mein Tag. Also, Sie können schon Tom zu mir sagen. Und Sie sind Kim, oder? Ja. Oh, mein Kreislauf bricht zusammen. Also, Kim, bitte sagen Sie mir, was ist denn passiert? Bettina. Ali. Ey, Doc, ich hab da so einen Hautausschlag. Ist eine ziemlich üble Sache. Guck's mir mal an. Ich schreib mit. Leg dich mal hin. Diese Sprechstunde, die der da im Milieu macht, ziemlich coole Sache. Frieda, hast du das von dir? Hey, ich hab überall meine Kontakte. Ich weiß das halt. Aber sag mal, weiß denn etwa schon die halbe Stadt Bescheid, bevor du uns überhaupt in deine Pläne einweihst? Ach, ich musste natürlich mit verschiedenen Leuten was abklären, ist doch logisch. Hättest du erst mal mit uns abklären sollen, ob das passt oder nicht? Was soll denn da nicht passen? Ja, das ist ja meine Begabung, das kann ich einfach nicht so gut. Und außerdem habe ich da keine Zeit. Ich habe Freitagnachmittags immer Putzteam in der Gemeinde oder Lobpreisteam. Sogar beides. Also, wenn du Jesus lieb hast, dann hast du auch Zeit für sowas. Also Jesus ist in die letzten Drecklöcher hingegangen und hat den Menschen geholfen. Dann wird es machen. Ich weiß auch, dass Jesus in die Drecklöcher gegangen ist. Also, er hat ja gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Aber ich weiß, dass er sich auch freut, wenn ich das Gemeindehaus für ihn putze oder für ihn Lobpreis mache. Das ist ja mal wieder typisch. Das ist typisch, wie unsere ganze Gesellschaft funktioniert. Und die Christen sind so genauso. Die würden sich auch ihre Hände nicht dreckig machen. Glaub's echt nicht. Du wartest lieber, bis jemand sich von dem Glanz und dem sauberen Gemeindehaus angezogen fühlt, wie dass du selber hingehst. Dabei hat er gesagt, geht hinaus und macht zu Jüngern alle Völker. Geht hinaus, hat er gesagt. Ja, aber ich putze auch mein Zuhause daheim. Und ich will doch, wenn jemand in die Gemeinde kommt, dass er sich wohlfühlt und dass es da sauber ist, dass man sich wohlfühlen kann einfach. Ach so, du denkst auch, dass die verlorenen Schafe selber zu ihrem himmlischen Vater zurückfinden, weil sie ja verloren sind, gell? Aber so funktioniert das nicht. Ist doch egal. Wenn jeder dort ist, wo Gott einen haben will, dann sind doch alle versorgt. Wie sieht's jetzt aus mit meinem Hausaufschlag? Brauche ich eine Creme oder sowas? So, jetzt weißt du alles von mir. Puh, ja, Kim, du hast wirklich eine sehr krasse Lebensgeschichte hinter dir. Ja, und das mit der sozialen Sprechstunde, das stresst mich jetzt voll. Das verstehe ich total. Aber warum bist du überhaupt hier? Ich höre dir zu. Ja, nee, ich meine, warum bist du in die Praxis gekommen? Oh, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, aber ich glaube, es musste irgendetwas ganz Schlimmes sein. Sicher. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dir jetzt alles erzählt habe. Habe ich noch nie jemand erzählt, weil ich da irgendwie Angst davor hatte. Danke. Oh. Gerne. Aber ich glaube, ich muss jetzt wieder gehen und ich wünsche dir einen schönen Tag, Kim. Okay. Mach's gut. Tschüss, Tom. Ich
Ich brauche ganz dringend die Frau Doktor. Ist sie noch da? Hallo Tom. Ist dir wieder eingefallen, was du Schlimmes hast? Hallo Kim. Ja, ich habe so schreckliche Rückenschmerzen. Ich kann mich kaum bewegen. Oh. Warum sollten wir Gott dienen? Das ist eine Frage, die sich Ali gestellt hat. Er hat über das Wort Gottesdienst nachgedacht und hat gemerkt, da steckt das Wort dienen drin, also Gottesdienst, und hat berechtigterweise die Frage gestellt, hä, braucht Gott uns als seine Diener? Wenn wir in die Bibel schauen, ist es tatsächlich ein großes Thema, zu dienen. Gott zu dienen, anderen Menschen zu dienen, eine dienende Haltung einzunehmen. Davon lesen wir ganz viel in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel, dass Jesus, als er auf diese Welt gekommen ist, sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um etwas für andere zu geben, etwas für andere zu machen. An ganz vielen Stellen wird in der Bibel eben, wird da die Ermutigung ausgesprochen oder vielleicht sogar die Aufforderung, dass wir als Christen, die an Jesus glauben, Gott dienen sollen und auch anderen Menschen dienen sollen. Und der Alex Friesen, der hat am Sonntag gepredigt. Ich habe euch die Predigt nochmal hier oben verlinkt. Und er hat in seiner Predigt so die Haltung, die die Bibel oder die Aufgabe, die die Christen haben, wenn man die Bibel liest, zusammengefasst und hat gesagt, Christen sind keine Konsumenten, sie sind Produzenten. Also sie haben die Aufgabe, etwas zu bewegen. Sie haben einen Auftrag. Es geht darum, dass Christen auch etwas tun, etwas in Angriff nehmen, aktiv werden. Und die Bibel drückt es eben damit aus, dass sie dienen, einen Dienst übernehmen. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann ist Dienen oft negativ belegt, weil Dienen bedeutet, ich stehe irgendwo unten und es steht jemand über mir und dann entsteht irgendwie so ein Machtgefälle von mir als Diener zu dem, dem ich diene. Und dieses Machtgefälle, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen finden wir für alle Begriffe irgendwie dann doch das Management. Jeder ist irgendwo Manager und nicht mehr irgendwie einen Dienst, den man macht. Und doch brauchen wir in unserer Gesellschaft ganz viele Menschen, die einen Dienst übernehmen, zum Beispiel ehrenamtlich. Es gibt so viele Jobs, wo Leute ganz bewusst anderen Menschen dienen und das ist gut. Deswegen glaube ich, wenn wir in die Bibel schauen, ist das Thema Dienen nicht negativ belastet, sondern es ist was Positives, es hat einen Wert. Und das ist diesen einen Gedanken, den ich dir jetzt passend zu dieser Folge weitergeben möchte. Ich glaube, Gott zu dienen und anderen Menschen zu dienen, das ist eine Ehre, es ist ein Privileg, Gott zu dienen. Warum glaube ich das? Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir davon, dass Gott der Schöpfer dieser Erde ist und dass er uns als seine Geschöpfe auf diese Welt setzt. Und wir lesen davon, dass Gott etwas bewegen möchte in dieser Welt. Wir lesen davon, dass er ein Projekt hat, dass er eine Vision hat für diese Welt. Er wünscht sich, dass sich Dinge in dieser Welt verbessern. Ganz oft spricht Jesus da vom Reich Gottes, von einem Projekt, wo Jesus im Zentrum steht und wo die Werte gelebt werden, die eben Jesus gelebt hat, wo Menschen füreinander sind, wo man miteinander ist. Es ist eine geniale Vision, wie sie oft in der Bibel aufgezeigt ist. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie wird diese Vision Realität? Wie kommt es zur Umsetzung? Und genau da kommt unser Dienst ins Spiel, weil Gott sagt sich, hey, ich möchte in meiner Schöpfung, die ich geschaffen habe, etwas bewegen und mit wem? Mit den Menschen, die mir vertrauen. Das heißt, mit den Menschen, die an Jesus glauben. Gott, er lädt uns ein, er lädt dich und mich dazu ein, an seinem Projekt hier auf dieser Erde teilzuhaben. Er lädt uns ein, mit ihm etwas zu bewegen. Die Bibel drückt es aus als Bild von einem Körper. Das heißt, bildlich gesprochen quasi wird die Gemeinde als Körper bezeichnet. Jesus ist der Kopf, also von ihm geht der ganze Gedankengang aus und so weiter. Er plant und dann werden wir Christen als seine Hände und seine Füße bezeichnet, bildlich gesprochen natürlich. Aber was ist mit diesem Bild ausgedrückt? Mit diesem Bild drückt Gott aus, dass er uns dazu gebraucht, um das, was er sich gedacht hat, in die Tat umzusetzen. So wie wir das, was wir uns im Kopf denken, nur mit den Händen umsetzen können, genauso sagt quasi Gott, möchte er uns als Christen dazu gebrauchen, um in dieser Welt seine Ideen, seine Gedanken umzusetzen. Warum macht er das? Weil er in dieser Welt Dinge sieht, die verändert werden müssen. Er sieht eine Not. Er sieht die Notwendigkeit, dass Menschen ihn kennenlernen. Er sieht, dass Menschen ausgebeutet werden. Er sieht, dass viel Böses passiert. Und er möchte Menschen dazu gebrauchen, um Gutes in diese Welt zu bringen. Um etwas zu bewegen eben. Und man könnte jetzt oft sagen, und ich meine, wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir viele Nöte. Ja, wir müssen nur die Nachrichten und die Medien anschauen, 2 Minuten und wir werden überschwemmt mit irgendwelchen Sachen, die nicht gut laufen. Jetzt könnten wir dastehen und sagen, Gott, warum machst du nichts? Ja? Und sagen, hey komm, ja, es würde doch ein Fingerschnipsen reichen und du könntest das alles irgendwie hier beenden.
Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass Gott nicht einfach nur mit dem Finger schnipsen möchte, sondern dass er dich und mich einlädt, eben diese Dinge zu verändern, dass er uns beauftragt, aber dass er uns auch dazu befähigt. Und da gibt es eine ganz bekannte Stelle im Korintherbrief, die wird immer wieder in diesem Zusammenhang verwendet. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 12, Vers 4, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Und jetzt kommt ein entscheidender Vers. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Hier wird gesagt, hey, es gibt verschiedene Aufgaben, es gibt verschiedene Fähigkeiten, die wir haben, aber jeder hat eine Fähigkeit und jeder hat eine Gabe. Und diese Gabe, die soll er dazu einsetzen, um ein Nutzen für die Gemeinde oder für sein Umfeld zu sein. Und das ist das Privileg. Hey, Gott beauftragt uns und befähigt uns auch noch. Also er gibt uns ganz speziell eine Aufgabe, weil er weiß, er braucht uns, beziehungsweise er möchte uns gebrauchen. Ich weiß nicht, ob er uns wirklich braucht. Wahrscheinlich könnte er es auch ohne uns, aber er möchte uns gebrauchen. Und da denke ich mir oft, hey, das ist doch eine Ehre, dass dieser Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, der so unfassbar groß ist, dass dieser Schöpfer mich dazu einlädt, für ihn unterwegs zu sein, sein Botschafter zu sein, seine Hand zu sein, sein Fuß zu sein, wie auch immer. Ich finde das genial. Und wenn ich da diese Perspektive einnehme, dann ist für mich Dienen nicht eine Last. Dann ist es nicht negativ bewertet, sondern dann ist es was Positives, was Schönes, weil ich Teil von etwas Größerem sein darf. Auch ich persönlich habe das für mich gemerkt. Ich möchte Teil von diesem größeren Projekt von Gott sein und möchte schauen und zuhören, wo er mich dazu gebrauchen möchte und durfte entdecken, was er für Gaben in mein Leben gelegt hat. Und da möchte ich dich genauso dazu ermutigen. Jeder von euch, jetzt es schauen ja unterschiedliche Leute an, steht an einem unterschiedlichen Punkt. Vielleicht sagst du, ich bin schon ewig lang im Dienst, da möchte ich einfach einen Dank an dich aussprechen und sagen, hey, danke, dass du so viel Zeit investierst. Das ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht sagst du aber, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, vielleicht stehst du ganz am Anfang und sagst, ich weiß gar nicht, wo meine Begabungen sind. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, dann nicht irgendwie nur zu denken, ach nee, ich kann nichts, sondern das herauszufinden, offen zu sein und hinzugehen ins Gebet und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dir dienen, ich bin bereit. Was hast du für mich? Und hier kommt jetzt die Verbindung zu den anderen Folgen, die wir schon angeschaut haben in der Soap. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, mit Gott zu reden, das Gebet. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, auf Gott zu hören, Gottes Stimme zu hören. Und die zwei Sachen, die stehen bewusst am Anfang, bevor wir übers Dienen reden. Weil der Dienst soll nicht ein bloßer Aktionismus sein, ich mache jetzt irgendwie was, sondern der Dienst, der kommt aus dem Gebet, aus dem Hören. Also Dienen ist ein Teil von meiner Beziehung zu Gott. Dass ich sage, ja, ich bin bereit, für ihn was zu machen, aber das kommt aus dem anderen Teil meiner Beziehung, indem ich im Gebet bin, indem ich mit ihm unterwegs bin, auf ihn höre. Auch da möchte ich dich dazu ermutigen, ja, auf ihn zu hören, zu sagen, Gott, welche Aufgabe hast du für mich jetzt ganz konkret hier? Was ist dein Gedanke für mein Leben auch konkret? Und die Aufgabe, die kann total unterschiedlich aussehen. Bettina und Frieda, die haben wieder voll diskutiert, das machen sie ständig irgendwie in der Soap, sind beides Christen, aber sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ja, die eine hat gesagt, hey, nein, wir müssen nicht die ganzen Sachen in der Gemeinde machen. Ist doch egal, ob das Gemeindehaus geputzt ist oder nicht, wir müssen rausgehen, den Menschen, die einer Not begegnen. Und die andere hat gesagt, nein, hey, ich will doch mein Haus auch, ich mache mein eigenes Haus schön, deswegen muss das Gemeindehaus auch schön sein. Ja, das ist eine Spannung zwischen dem, was wir oft in der Gemeinde machen oder dem, was man vielleicht außerhalb der Gemeinde machen könnte. Und ich glaube, da kann man nicht das eine gegen das andere aufspielen, sondern ich glaube, da sind unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich begabt sind. Und ich glaube, wichtig ist, und da müssen wir uns immer hinterfragen lassen, wir Christen, auch glaube ich wir hier zum Beispiel bei uns in der ETG der Hütten, dass wir uns nicht nur auf uns selber fokussieren, sondern immer den Blick für die Not dieser Welt haben, auch für die Not in unserem Umfeld. Das ist sehr entscheidend. Und wie gesagt, da kann diese Diskussion uns vielleicht ein bisschen ermutigen oder auch hinterfragen. Aber ich glaube, das, was der Ali dann am Ende gesagt hat, er beendet die Diskussion eigentlich damit, dass er sagt, hey, wenn jeder das macht, wozu Gott einen beauftragt hat, dann ist doch gut. Und dann braucht er seine Salbe für sein Bein oder wie auch immer. Ja. Aber da hat er recht, genau das ist es. Hey, es gibt unterschiedliche Aufgaben. Und wir müssen ja da nicht den anderen verurteilen, nur weil er was anderes macht, sondern da offen dafür zu sein. Ich möchte dir einfach diese Gedanken mitgeben. Einfach diese Perspektive einzunehmen für deinen Dienst. Ganz egal, wo du stehst, diese Perspektive. Es ist eine Ehre, es ist ein Privileg, Gott zu dienen.
Und es macht Freude, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Er lädt uns dazu ein, und den Weg zu gehen. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer, weil du es anschaust, und wir sehen uns beim nächsten Mal.